Hallo und willkommen zurück zu Die Sims 4 und der 100 Baby Challenge. Unsere Niki ist hier gerade voll am Abratzen, denn sie hat ja einen anstrengenden Tag hinter sich. Und die Kids, die machen, glaube ich, gerade noch die Hausaufgaben. Ja, jedenfalls ein Teil davon. Okay, die Liz hat als einziges die Hausaufgaben gemacht. So, der kleine Leo ist hier voll am Abdancen und der Willi, der, ich glaube, der, genau, der hackt Computerprogramme. Und die Mila, die ist hier fleißig dabei, ein bisschen sich sportlich zu betätigen. Und der Rest? Gibt's noch mehr? Irgendwas ist hier kaputt. Die Dusche ist kaputt. Okay, gut, dann hat Niki dann auf jeden Fall was zu tun. So, tada! Wir haben heute etwas vor. Wir werden die kleine Amelie, genau. Ich geb's jetzt zu, ich hab den Namen gerade vergessen gehabt. Ja, die Kleine wird halt altern. Es wird natürlich ein Umstyling geben und außerdem haben wir noch ein paar Einserschüler. Das heißt, die Mila ist Einserschüler. Der Leo ist Einserschüler und die Liz ist Einserschüler. Das heißt, wir können heute eigentlich mal einen großen Geburtstag feiern. Das können wir definitiv machen. So, da kann... wie spät haben wir es? 19 Uhr? 20 Uhr? Das wäre eigentlich perfekt. Geht das? Moment mal. Foto machen. Meine Fresse, wo ist denn das? Sozial. Gesellschaftliches Ereignis planen. Das ist gut. So, Niki, wie lange schläfst du noch? Okay, ich würde sagen, wir lassen die Niki jetzt trotzdem mal ein bisschen aufstehen. Die kann gleich mal den Kuchen machen für den Geburtstag. Schokokuchen, was weiß ich, egal. Egal, was für ein Würstelparty, Prestigeveranstaltung, Hausparty, Galaabendessen, Hochzeit, Geburtstagsparty, dann nehmen wir halt mal, ja, die Geburtstagsparty, die ist gut. So, okay. Geburtstagssim, da haben wir zum Beispiel die Mila, Liz und Leo. So. Dann Gäste. Oh. Merkt er was? Wir kennen noch nicht so viele Leute. Oh Gott. Stimmt. Wir kannten ja noch nicht so viele. Ah, hier sind noch mehr. Okay. Ach nee, das ist der Caterer. Max 0 erforderlich. Okay, da brauchen wir also keinen. Mixer, Entertainer. Ein Entertainer könnten wir eventuell. Aber, ja, ich habe keine Ahnung. Ein Geburtstagssim. Okay, das ist jetzt echt ein bisschen doof. Dass wir nur die beiden kennen. Ach, shitte. Ich würde sagen, dann machen wir das so, dann verschieben wir das. Weil wenn wir nur zwei Leute einladen, dann ist es ja voll sinnlos. Ach man, das ärgert mich jetzt so ein bisschen, ja. Wirklich, das ärgert mich. So, okay, der Willi, der braucht nur noch eine Fähigkeit, dann da kann... Wir machen erstmal ein Selfie. Du sollst hacken, Junge, du sollst hacken. Der braucht nur noch eine ein Level hier bei dieser Fähigkeit, dann ist er auf Level 3. Und dann darf er auch altern oder Schrägstrich Geburtstag haben. So, wo bleibt denn die Niki? Hallo, ich habe dir doch gerade gesagt, du sollst mal bitte aufstehen und Kuchen machen. Meine Güte, was ist hier los? So, die kleine Liz, die steht hier immer noch sinnlos rum. Jetzt müssen wir uns langsam wirklich mal beeilen, denn... Die Kinder müssen ja morgen natürlich auch wieder zur Schule. Und ja, es ist halt blöd, wenn die so lange wach sind. Vor allem hier die Kleinen, die Liz und die Stella. Hier Gruppenpinkeln auf dem Pissoir. Das ist total anreizend hier, daneben das Wassergeräusch zu haben. Es gibt eine heftige Wasserrechnung, ich sag's euch. So, wir machen mal ein bisschen schneller. Das haben wir jetzt nicht gesehen, Niki, ne? Vor allem, die Schüssel fiel um. Mit der Öffnung nach unten natürlich. Und der Teig, der ist trotzdem noch drin. Sehr toll. Sehr toll. Wer hat denn das jetzt kaputt gemacht? Oh Mann. Seid ihr... Ah, ihr seid doch... Wahnsinn. Ohne Worte. Oh, der Kleine geht schlecht. Aber die
Das macht nichts. Die kann ruhig ein bisschen schreien. Die altert eh gleich. So, okay. Die Mila, die wird selbstständig. Die Mila hat Hunger. Die macht sich mittlerweile auch ihr Essen selbst. Das ist, sieht aus wie... Ist das, was ist denn das? Grillkäse, genau. Mmh, Grillkäse. Wusstet ihr, dass wenn ihr dreimal hintereinander Grillkäse... Hast du es vergessen? Dass wenn ihr dreimal Schokokuchen fortsetzen. Hallo, warum hörst du auf damit? Nein, kannst du mal bitte... Oh, nicht schon wieder, ey. Ihr macht mich alle, ey. Hallo, ich hätte gern einen Kuchen. Was? Oh, jetzt habe ich es nicht gesehen. Schade, jetzt hätte ich gern mal gelesen, was er jetzt schreibt. Das ist ein echt, schon wieder ein echt blöder Bug hier, dass wenn sie einmal aufhört, am Ofen zu machen... Jackson, gerüchteweise steigt im Chalet gerade eine verrückte Party. Kommst du mit? Oh, Mann. Nein. Wir Gärten ist Chalet, spukender Landsitz. Ach, verdammt, das klingt echt total verlockend. Ja, aber nein. Wir haben gerade keine Zeit. Wir haben drei Geburtstage, die wir feiern wollen. Dazu noch das Umstyling. Hallo, bist du doof? Du hast doch gerade eben... Ey, du hast es... Meine Güte, ey, das ist doch... Wir können die nicht altern lassen, wenn wir keinen Kuchen haben. Meine Güte, mache bitte jetzt. Leute, was ist hier los? Okay, wir probieren es mal mit was anderem. Wir nehmen mal die weiße Torte. Niki, komm, mach... Gib Gummi, wir haben dich im Auge. Wie kriegen wir denn sonst eine Karte, wenn die jetzt hier nicht... eine Karte... Wo habe ich denn jetzt Karte gelesen? Jetzt war ich voll raus. Wo kriegen wir denn schon wieder? Wo kriegen wir denn bitte einen Kuchen her, wenn die das jetzt nicht gebacken kriegt? Kriegst du das? Geht das bei dir? Kommt's auch nicht ran. Na klasse, Mann. Okay, dann werden wir erstmal... Dann haben wir wohl keine andere Wahl. Wir lassen erstmal die Kleinen hier alter werden. Und dann probieren wir es einfach mit dem Backen im nächsten Part nochmal, weil ich kann euch jetzt nicht hier die ganze Zeit die Ohren zusülzen, dass es jetzt nicht funktioniert hier mit dem Backen. Nee, das geht natürlich nicht. So, also das heben wir uns auf jeden Fall für den nächsten Part dann auf. Weil es geht ja im Moment gerade irgendwie nicht anders. Oh Mann, Liz, geht's verdammt nochmal weg da. Mann, ihr geht mir gerade alle auf den Senkel. Meine Güte. Liz. Jetzt du, kusch, hier, kusch dich. Da, geh schlafen. Mir ist auch egal. Du lässt ihn jetzt bitte mal hier älter werden. So, meine Güte. Oh mein Gott. Amelie. Keine Frechtagsliebling der Massen, Senkrechtstarterin, was weiß ich. So, okay. Sie ist vielleicht eine kleine Spinnerin? Okay. Alter, ist das jetzt neue Mode oder trägt man das jetzt so? Ich weiß es nicht. Okay, wir machen jetzt auf jeden Fall von ihr mal das ganz fix, das Umstyling. Und dann geht's weiter. Denn wir haben ja hier auch noch Dia de los... Dia de los Muertos. Die Herausforderung, wo wir auch noch... schwer... wo wir dummerweise schon wieder zurückgeworfen wurden in unserem Erfolg. Niki geht ihm all den Garten pflegen und so. Ja. Wir hatten ja, wie gesagt, schon mal 6 Schädel. Danach musste ich, weil die Nachbarschaft total hinüber war, warum auch immer. Da musste ich den Speicherstand verschieben. Und ja, alles ist geblieben, halt die Challenge da, das wurde zurückgesetzt. So, wo ist sie denn? Hier, Amelie. Mal gucken. Also die Frisur gefällt mir an ihr schon sehr gut. Wir gucken mal, ob eventuell noch eine andere Haarfarbe besser aussehen würde. Die finde ich ganz gut. Ah, die ist so... Ach, ich weiß nicht. Das ist ein echt komisches Blond. Das gefällt mir nicht. Das ist auch niedlich. Wir könnten natürlich allerdings mal hier so ein Rot nehmen. Sowas hatten wir noch gar nicht. Wobei ich finde, sowas könnte dann eher so für das Teenageralter
vorbehalten werden, so eine knalligen Farben. So. Wobei ich finde jetzt, die Farbe steht dir am besten. So, und wer ist denn, wer ist das hier, ihr Idol oder was ist das? Ich weiß es nicht. So, wir werden mal schauen. Das gibt es nur in verschiedenen Farben, das möchte ich nicht, nein. Das möchte ich nicht. Das ist niedlich. Das können wir, glaube ich, lassen. Oder nimm mal hier so ein Einhorn. Was gibt's? Gibt es in Pink? Ja, hellblau, grün. Aber da fand ich das doch süßer. Okay, dann kann sie definitiv auch einen Rock anziehen, aber nicht die Farbe. Was ist das überhaupt für ein Stoff? Das sieht voll komisch aus. Okay. Wir schauen einfach mal, was es noch für Röcke gibt. Der ist voll niedlich. Der ist auch nicht schlecht. Und der? Nee. Ich würde sagen, der ist bald der Beste. Gibt es den in Schwarz? Ja, nee, das ist okay. So, dazu die Schuhe, die passen, okay. Aus Abendkleidung. Das sieht so ein bisschen französisch aus, finde ich. Wobei, ich finde, Amelie klingt auch so ein bisschen französisch. Von daher würde das, finde ich, passen. Das gefällt mir. Nur mal gucken, welche Farbe wir nehmen. Nee, das ist ein bisschen langweilig. Also das finde ich der Tatsache bald am besten. So, eventuell mal noch hier andere Schuhe. Da passen die weißen ganz gut dazu. So, okay. Dann, Sportkleidung. Braucht kein Schwein, aber ja. Es ist halt so. Gut. Da nehmen wir mal das und eventuell die Hose hier in Gelb. Haben wir das? Jawohl, sehr gut. So, jetzt noch ein paar passende Schuhe dazu. Perfekt. Nachtwäsche. Nee. Die Farbkombination ist zwar schon nicht schlecht, aber das gefällt mir definitiv noch nicht. So, da nehmen wir mal hier noch so eine kleine Schlüppi dazu. Ja, ach klar, das passt schon. Zum Schlafen gehen, finde ich, ist das vollkommen in Ordnung. So, das ist eine voll süße Hose, oh mein Gott. Ich mag die, aber das Muster da drauf ist natürlich auch toll. Die habe ich noch gar nicht so wirklich richtig begutachtet, obwohl, da kann sie auf jeden Fall pink anlassen. Da muss man nur mal noch ein passendes Teil für obenrum finden. So. Das sieht voll wie ein Junge aus, mein Gott. Irgendwie ist das hier... Das passt. Cool, aber der Deckel, der muss definitiv weg. Dieser komische Deckel hier, da Deckel und so. So, die Schuhe, da brauchst du definitiv auch noch andere. Natürlich passende in Pink. Wobei, das sieht aus wie Hauslatschen und deswegen... nein. So, perfekt. So, Badesachen passen ja meistens diesmal definitiv nicht. Da kriegt sie natürlich auch was ganz Einfaches an. Die Brille, die ist eigentlich voll niedlich für Kinder. Ah klar, los, komm. Zum Baden darf sie mal die Brille auflassen. So, okay. Soweit zu Amelie. Es ist jetzt halt echt blöd, dass dieser Bug da ist, schon wieder mit dem, Kuchen. Wir probieren es, wie gesagt, einfach im nächsten Part nochmal und hoffen, es klappt dann. Wenn nicht, weiß ich nicht. Kann ich Kuchen bestellen, so wie ich Pizza bestellen kann? Ich weiß es echt nicht. Das kann ich euch nicht sagen. So, Dia de los Muertos. Hier ist kein Schwein. Oh Mann. Hier ist kein Schwein. Ah gut, es müsste ja jetzt auch schon 0.48 Uhr sein. Na gut, es ist... Ja, ich würde mal sagen, ist kein Wunder, dass hier keiner ist. So, okay. Außer hier die Jasmine Holiday. Ich weiß gar nicht, wird das überhaupt Jasmine ausgesprochen? Weil, oder also Jasmine oder Jasmin, ich habe keine Ahnung. So, kannst du mal bitte mal aufhören, ans Essen zu denken? Hier ist alles kaputt, gucke mal. Na gut, jetzt, aber wir lassen sie jetzt wirklich mal aufessen.
Weil wir haben sie das letzte Mal schon volle Kanne dort weggeholt von ihrer Schüssel. So, dann kannst du mal bitte hier alles reparieren, was kaputt ist. Und unsere kleine Amelie schaut Fernsehen. Mein Gott, was sie für ein Gesicht macht. Jetzt macht sie wieder ein anderes Gesicht. Ich finde die voll niedlich. Ah, das ist toll. Wir haben eine kleine Amelie. So, okay. Weg damit. Guck mal, die Kleine ist vorbildlich. Die bringt den Müll raus. Sehr, sehr vorbildlich. Ah, okay. So viel zum Thema vorbildlich. Ich glaub's ja nicht. Meine Güte. Oh, toll. Klasse. Ich habe mich jetzt gerade volle Kanne gefreut, dass sie den Müll rausbringt. Nein. Warum? Warum sollte sie das tun? So, Niki, du kannst du noch mal probieren, ob du irgendeinen von diesen Kuchen fortsetzen kannst. Sollte das irgendwie möglich sein? Oh mein Gott! Ich glaub's ja nicht. Leute! Sie schiebt den Kuchen in die Röhre. Oh, ich bin stolz auf dich, Mädchen. Meine Güte. So, sie steht jetzt ja auch nur sinnlos rum. Du kannst auch mal bitte schlafen gehen. Mach's deinen Geschwistern mal gleich und geh mal bitte schlafen. So, Niki, du kannst dann also gleich mal hier die Geburtstagskerzen hinzufügen. Und ja, jetzt, gut, dann mach halt erstmal den zweiten Kuchen. Was du erst zu wenig machst, machst du jetzt zu viel. Sehr gut. Sehr klasse. So kennen wir dich. So, okay, dann können wir halt hier auch mal Geburtstagskerzen hinzufügen. So. Naja, gut, dann haben wir halt zwei Kuchen, macht nichts. So, wir können uns dann in der Zeit mal ein bisschen um den Haushalt kümmern, weil es ist dreckig. Es ist, So, im Garten ist noch alles schick. Sehr gut. Und ja, dann können wir eigentlich uns noch mal rantun, hier ein cooles Bild zu malen. Ein realistisches Gemälde, groß. So, dann wollte ich mal gucken, was wir hier so wollen. 3580 Zufriedenheitspunkte haben wir. Drei Pflanzen veredeln, fünf Pflanzen düngen. Na, das können wir auf jeden Fall machen. Wir müssen mal. Haben wir überhaupt irgendwelches Zeug? Ja, sehr gut. Okay. Dann können wir auf jeden Fall danach mal hier den Garten so ein bisschen düngen. Und hoffen wir mal, dass hier demnächst mal wieder was reif wird, weil wir haben kaum irgendwas im Inventar. Wir haben eigentlich in der letzten Zeit gar nicht wirklich viel hier geerntet. Habe ich so, also ist mein Gefühl. Ich weiß nicht, ob das wirklich ist, aber so, okay. Ach so, genau, erstes Bild. So, was wird es denn? Komm, Niki, zeig uns, was du kannst. Das sieht aus wie eine Landschaft, kann das sein? Ja, wenn man sehr kreativ ist, kann das sein, ja. Können wir mal schneller. Also, das könnte ein Baum sein, das könnte könnten Berge sein. Und es ist auch so. So, okay, komm, beeil dich. Komm, beeil dich. Die Kinder sind mittlerweile auch wieder wach. Dann können wir das auf jeden Fall so machen, dass der Kleine hier mal die Kerzen auspustet und abfeiern. Und dann, oh, ich bin schon gespannt, wie er aussieht dann. Coole Sache. Und dann kann die Mila auch mal bitte noch die Kerzen auspusten. So. Und das Bild ist fertig. Okay. Wir können es verkaufen. Leo ist älter geworden. Bitte wähle ein Bestreben. Und noch ein weiteres Merkmal. Er ist Leo. Gesellig haben wir ihm gegeben. Große glückliche Familie. Gesellig. Seelenverwandte. Oh ja, das ist schön. Leo will seinen Seelenverwandten finden und er ist deswegen, denke ich mal, auch sehr romantisch. Okay, cool. Ich glaube, ja, ich glaube, das passt zu ihm. Yeah, erstmal ein Selfie machen hier. So, du isst jetzt keine. Sehr gut.
Gut, Glück gehabt. Und die Liz, die kann jetzt auch noch die Kerzen auspusten. Hat das ja doch noch geklappt. Coole Sache. So, Mila, kannst du das? Jawohl. Und jetzt ist die Mila auch eine Erwachsene. Ich finde Mila voll hübsch. Oh, sie ist ordentlich, fröhlich und vielleicht familienbewusst? Wo ist denn das? Sie ist familienbewusst. Sie will 2, 4, 20 Kinder haben. So, okay. Gut. Mehr haben wir nicht. Können wir nicht zum Essen rufen? Na gut, dann nimm halt einfach mal ein Stück. Du? Warte mal, ach genau. Hier, die Liz, die bequemt sich noch zum Kuchen. Alter, was hast du für ein Problem, Niki? Yay! Oh mein Gott, Alter, Alter! Liz sieht ja aus wie Niki 2.0. Krasse Sache. Sie ist Freundin der Welt, klingt gut. Oh ja. Ich würde sagen, so sie vom Optischen her, finde ich, ist sie jetzt irgendwie was mit kreativ. Perfektionistin haben wir ihr schon gegeben. Ja, dann ist sie irgendwie kreativ. Renaissance-Sim. Dieser Sim möchte in vielen Dingen gleichzeitig begabt sein. Das passt dann, glaube ich, gut. Und dann geben wir ihr hier nochmal so kreativ oder sowas. Kunstliebhaberin, das ist auch gut. Wo ist denn kreativ? Hier, kreativ. Sehr gut. Da haben wir also ganz unterschiedlich. Wow. Alter. Was siehst denn du für eine Gusche? Mein Gott, die ist ja voll. Oh. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also wir haben jetzt auf jeden Fall dann im nächsten Part machen wir das 2 Umstylings. Die Mila, von der Mila könnt ihr euch jetzt schon mal seelisch und moralisch verabschieden. Aufgrund dessen, dass die Mila jetzt eine Erwachsene ist und ausziehen darf. Und die beiden sind ja jetzt hier noch Teenager. Und die dürfen halt noch eine Weile bleiben. So. Okay. Nee, hier die beiden. Nicht die beiden. Hab dann einen Fehler gemerkt. Ich schon. So, Niki. Jetzt muss man nochmal hier gucken. 4 von 5 Pflanzen gedüngt. Okay. Dann tu mal bitte noch diese Pflanze düngen. Und dann kannst du hier Erdbeer mal einen Ableger nehmen. Erdbeer, Weinrebe, Ableger nehmen. Erdbeer, Ableger, Weinrebe, Ableger. So, da hätten wir 4 Ableger. Aber so viel brauchen wir gar nicht. Okay. Na gut, egal. So. Sehr schön. Na, räumst du auf? Ach, zu spät. Na gut, okay. So, Mann im Haus. Du kannst mal bitte... Ach nee, scheiße. Entschuldigung. Du kannst nicht, weil der Bus zur Schule kommt ja gleich. Naja, gut. Dann lassen wir das halt. So, Niki. Wie sieht's denn aus? Niki wird gleich sämtliche Bestreben hier abschließen, was die Gartenarbeit angeht. Und dann können wir uns zum Beispiel hier, na, wie nennt sich das? Dieses Gen-Dingsbums leisten, dass wir mehr Kinder bekommen. So, okay, jetzt müssen wir noch veredeln. Erdbeerstrauch. Veredeln mit gesprießter Trieb von Wein. Das war, glaube ich, gerade eine Erdbeere. Wein. So, dann kommt hier eine Erdbeere drauf. Von Pflanze Wein von Erdbeere. Und dann haben wir nochmal eine Weinrebe, oder? Oder? Was hatten wir denn jetzt noch? Wein. Nee. Wo ist denn noch eine Erdbeere? Weinrebe. Hier, okay, dann machen wir hier nochmal die... Genau, jetzt passt das. Die Weinrebe drauf. Sehr schön. Habt ihr das gesehen? Und wieder ein... Oh, verdammt, sie will eine Kuhpflanze züchten. Das heißt, wir müssen demnächst mal nach Oasis Springs. 10 ausgezeichnete Pflanzen entwickeln. Sehr gut. Okay, da werden wir auf jeden Fall anknüpfen. Aber jetzt machen wir es mal Cut für heute. Wir werden noch ganz fix das Bestreben Dingsbums und so holen. Merkmal. Gen.
Antiseptisch, das haben wir auch noch nicht. Fruchtbar, genau. 3000 brauchen wir dafür sogar nur. Da haben wir ja fast noch 2000 übrig. Cool, echt cool. Okay, dann machen wir uns, denke ich mal, im nächsten Part daran, dass wir die beiden Teenies umstylen, den Leo und die Liz. Und dann werden wir nach Oasis Springs fahren, in der Hoffnung, dass wir dort eine Kuhpflanze angeln. Ja, so machen wir das. Okay, ihr Lieben, na dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bis morgen. Definitiv bis morgen. tschüss.